Hallo, ich bin Mario, bin Forstwirtschaftsmeister und arbeite bei Stihl. Ich stelle euch heute unser modulares Gurtsystem Advance X-Flex vor. Es wurde entwickelt, um Profis bei intensiven Arbeiten effizient zu unterstützen. Zum Beispiel im Holzeinschlag und mit Akkugeräten im Gartenlandschaftsbau oder in der Forstwirtschaft. Das System ist besonders ergonomisch. Die Gurte für Schulter und Hüfte könnt ihr ganz einfach individuell an eure Anwendungen anpassen. Das modulare Gurtsystem gibt es in drei Größen von S bis L. Die Hüftgurte polstern die Körperstellen, die stark belastet werden. Gerade bei langen Arbeitseinsätzen ist das wichtig. Und für das Gurtsystem gibt es ein umfangreiches Sortiment an Anbaulösungen und Zubehör. Zum Beispiel praktische Anbautaschen für all das Equipment, das der Profi bei seiner Arbeit braucht. Wir haben eigens ein Clipsystem entwickelt, mit dem sich das Zubehör einfach an die Gurte anbringen lässt. Und natürlich wichtig für die Sicherheit, das modulare Gurtsystem hat Reflektoren, damit ihr bei jedem Licht und bei jeder Witterung gut sichtbar seid. Wir starten mit dem Schultergurt. Der ist für den Einsatz im Forst geeignet, entweder in Kombination mit dem Gürtel oder mit dem Hüftgurt. Die Größen stellt ihr vorne und hinten mittels Laschen individuell ein. Am einfachsten geht das von klein nach groß, hier gut sichtbar angegeben mit S, M und L. Wichtig ist, achtet darauf, dass beim Schultergurt überall die gleiche Größe eingestellt ist. Später, wenn ihr den Gurt anlegt, zieht ihr den mit den Schnelleinstellungen vorne fest. So sitzt alles sicher und bequem. Der Schultergurt hat hinten im Nacken eine praktische Öse, an der ihr ihn nach getaner Arbeit einfach aufhängen und trocknen könnt. Zum Beispiel nach einem Einsatz im Regen. Habt ihr den Schultergurt an eure Größe angepasst, hängt ihr ihn in den Gürtel ein. Gürtel und Hüftgurt gibt es in verschiedenen Versionen. Die Länge passt ihr einfach an eure individuelle Größe an. Den überschüssigen Gurt einfach mit der Kunststoffklammer fixieren, damit er bei der Arbeit nicht stört. An den Laschen rund um den Gürtel bringt ihr die verschiedenen Anbauteile je nach Bedarf an, dazu später mehr. Gerade wenn ihr mit den Akkumotorgeräten unterwegs seid und Ersatzakkus dabei habt, empfehle ich euch den gepolsterten Hüftgurt. Hier verteilt sich das Gewicht optimal. Der Hüftgurt ist breiter, an verschiedenen Stellen gepolstert und hat eine Lüftungsfunktion. So trägt er sich bequemer, auch bei langen Arbeitseinsätzen. Und wenn schwere Akkutaschen daran montiert sind, dreht sich der Gurt nicht ein. Auch für den Bauch gibt es ein hochwertiges Polster, das ihr einfach an- und abmontieren könnt. Dazu schiebt ihr die Enden des Polsters in die Laschen an den offenen Seiten des Hüftgurts und legt den Klettverschluss an den Seiten um. Das Bauchpolster schließt ihr vorn mit einem robusten Klettverschluss. Der ist so verarbeitet, dass sich darin kein Schmutz sammelt. Neben den Laschen, mit denen ihr die Größe einstellt, gibt es außerdem Clip-Laschen für die Anbauteile. Die Montage der Anbauteile geht ganz einfach. Wählt die passende Lasche, an der ihr zum Beispiel den Kabelhalter anbringen möchtet. Legt den Clip oberhalb der Lasche flach an und zieht ihn durch, bis ihr einen leichten Widerstand spürt. Jetzt sitzt der Kabelhalter fest. Für Forstprofis gibt es umfangreiche Anbauteile für viele Geräte, die sie bei ihrer täglichen Arbeit brauchen. Für die Ersatzakkus aus dem Stihl AP-System gibt es spezielle Taschen, die ihr auch an den Hüftgurt anklippt. Die haben ein paar clevere Funktionen. Ein Gummiband oben fixiert den Akku in der Tasche, damit er bei der Arbeit nicht herausfällt. Die Oberkante ist abgerundet, damit ihr den Akku besser herausziehen könnt. Unten hat die Tasche Öffnungen, damit Wasser ablaufen kann. Arbeitet ihr zum Beispiel mit der Stihl Heckenschere HSA 130, verbindet ihr die Akkus über eine Anschlussleitung mit dem Gerät. Dafür gibt es die Tasche, in der die Anschlussleitung gleich integriert ist. Wenn alle Taschen und Anbauteile, die ihr braucht, montiert sind, verbindet ihr den Schultergurt mit dem Hüftgurt. Die Montage funktioniert immer gleich, egal ob ihr den Hüftgurt oder den Gürtel nutzt. Die Haken des Schultergurts zuerst in den beiden hinteren Ösen in der Mitte des Hüftgurts anbringen.
Dann jeweils vorne links und vorne rechts einhaken. Wir haben jetzt unser Gurtsystem vormontiert und legen den Gurt an. Wir schließen unser Bauchpolster, unseren Hüftgurt und können jetzt sowohl den Hüftgurt als auch den Schultergurt nachjustieren. Das war unser modulares Gurtsystem Advance X-Flex. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.